Hallo. Du bist ja niedlich, oder? Und du auch. Mein Gott. Okay. Upp, was war da über mir? Einbildung, okay. Über mir war die Einbildung. Wieder eine riesen Höhle gefunden hier, das ist unglaublich. Ich verstrick mich jetzt nicht weiter hier drin, ich renne jetzt zurück. Von wo bin ich gekommen? Und was ist hier oben schon wieder? Okay, ein Stück noch hier rein. Ah ne, ich bin schon wieder hier in dieser schönen Schlucht. Hallo Creeper, hallo. Da unten, ihr wisst noch, da bin ich da mal rausgekommen, ne? Da, das kennt ihr alle noch. Wenn nicht, guckt sich einfach die letzten Folgen an, das ist noch gar nicht so lange her. So, wir gehen jetzt wieder runter in unseren eigenen Tunnel. Wo bin ich denn hergekommen? Bin ich hier irgendwie? Ne, hier ist die Schlucht, da ist schon wieder Creeper runtergefallen. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Guckt euch seine Zeitlupe an, dann habt ihr ihn auch gesehen. Bin ich von hier gekommen? Eventuell? Nee, bin von hier gekommen, ne? Nein. Verdammt, ich war doch gar nicht so weit gelaufen. Wie kann ich mich denn auf 3 Meter verlaufen? Bin ich von hier gekommen? Hier ist Creeper explodiert. Und hier geht's weiter runter. Also bin ich von hier aus nicht gekommen. Heißt aber nicht, dass ich nicht wenigstens noch eben schnell ausleuchten kann. Ja, und wie immer treffen wir auf diese große Schlucht. Tada, die Schlucht. So. Wieder hoch. Und hier runter. Und schon wieder ein Creeper. Wo kommt der denn her? Ich dachte, er ist alles ausgeleuchtet. So, du bist tot. Wo muss ich jetzt hin? Hier lang? Nein, da ist unten auch wieder die Schlucht. Hier ist Wasser, bin ich hierher gekommen? Von da vielleicht? Wahrscheinlich nicht. Ich bin doch nicht hierher gekommen, ne? Der ist ja, da ist ja dunkel. Nee. Hier war ich doch gerade schon mal. Also, systematisch. Hier war ich schon. Setzen wir so einen Erdklotz hin. Erdklotz. Was soll ich sonst machen? Also, da brauche ich nicht weitergehen, wenn ich den Erdklotz finde. Bin ich vielleicht von hier aus gekommen? Das sieht ein bisschen dunkel aus dafür, dass ich von hier aus gekommen sein soll, ne? Da habe ich irgendwas mit Kabel zugebaut. Wann habe ich das gemacht? Ach, ich bin in diesem... Ah, nee, nee, ganz falsch. Komm weg hier. Das ist ganz falsch hier. Nee, 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 nee. Ganz falsch. Ganz falsch heißt ein Erdklotz hinsetzen. Da muss ich nicht lang sein. So. Bin ich vielleicht von hier aus gekommen? Da ist schon ein Erdklotz. Von hier aus. Creeper. Nee, so dicht an Lava bin ich nicht hergekommen. Ja, komm ruhig her, komm. Ich muss mal ganz kurz Aufnahmestopp machen, bin sofort wieder bei euch da. So, und da bin ich auch schon wieder. Die Musik lief weiter, wie ihr festgestellt habt. Denn ich bin jetzt an einer anderen Stelle in der Musik. Und ich muss was essen, sehe ich gerade. Gut, dass ich da genug mitgenommen habe. Ah. Wenn ich hier gehe, da komme ich da oben wieder in die Mine rein. Da hinten ist nämlich Holz. Das heißt eindeutig Mine. Ja, will ich aber gar nicht hin. Ich will ja zurückfinden. Das ist der Plan. Also hier auch nicht weiter. Machen wir einen Erdklotz hin. Gut ist. So, wo bin ich hergekommen? Wo bin ich nur hergekommen?
Wo ist meine künstlich angelegte Mine? Da habe ich doch was zugebaut, genau. Das ist noch gar nicht so lange her. Das habe ich hier schön gemacht, genau. Hier habe ich mich durch den Sund durchgearbeitet. Und hier bin ich, bei Creepern. Boom. Nicht? Ja. Gut. So. In diese Höhle wollte ich natürlich nicht rein. Also war das doch nicht hier, was ich gemacht habe. Ich habe doch... Kam ich von da oben? Komme ich von hier? Nein, wahrscheinlich nicht, weil hier ist ja dunkel. Oh nein! Da ist ja ein Spawner. Und so wie es anhört, ist es ein Spinnen-Spawner. Spawner vor allen Dingen. Ja, das klingt so, als wäre hier ein Spinnen-Spawner. Cool. Habe ich jetzt nicht gesucht? Da tropft Schleim durch, oder was? Ah ja, da ist auch ein Schleimer drin. Cool. Das sieht nach Spinnen aus, ja, eindeutig. Dann nehmen wir doch mal die Axt und hauen euch ein bisschen. Solange ihr nicht hier zu mir kommen könnt. So. Das wollen wir nicht machen. So. Cool, bin ich von unten in den Spinnenspawner reingekommen. Die Truhe gucke ich gleich nochmal rein. Ich will da eben nur hier mir das ein bisschen angucken hier. Ich bin also irgendwie wieder in diesen Dungeon reingekommen. In diesen Dungeon, sag ich schon, in dieser. Ah, ich habe nichts mehr frei, cool. Schmeiß mir die Diamanten weg. Nein. Die beiden, die Stickies brauche ich nicht gerade. So, jetzt gucken wir mal hier rein, was wir hier gebrauchen können. So, Spinnenseite nehmen wir mit. Das ist Rotstein, Eisenbarren, Gunpowder. Das ist ja voll die Kiste hier. Volle Kiste. Brot, Sättel. Oh Gott, was haben wir hier alles drin? Rottenfleisch brauchen wir nicht. Das heißt, wir können da das mitnehmen. 9. Ein Pfeil brauchen wir nicht. Da können wir lieber so ein Brot. Da können wir lieber die. Ist jetzt gut, da können wir die. Nehmen wir die Eisenbarren mit. Oh, so. Ja, ja, ja. So, jetzt gehen wir mal kurz eben hier so rüber. So, schmeißen wir noch weg. Flint brauchen wir nicht. Können wir einen Sattel mitnehmen. Können wir natürlich auch hier reinpacken, ist auch gut. So, was können wir noch hier lassen? Was wir nicht unbedingt brauchen. Einen Torch haben wir nur noch. Cool. Wir machen es ja eh auf dem Weg zurück, ne? 15 Gravel, da können wir noch den anderen Sattel mitnehmen. Ich weiß nicht, was wir mit den Satteln sollen, aber wir nehmen ihn mit. Wir finden bestimmt nochmal wieder hier hin. So ist es ja nicht. Das sollten wir nicht hier liegen lassen. So, die Einzel brauchen wir auch nicht mehr. Ich reiß mal direkt hier alles Moosstone raus. Dafür ist der Moosstone einfach zu selten, dass ich den jetzt hier liegen lassen würde. Halt nur bei Dungeons, ne? Woanders gibt es keinen Moosstone. Und dann nehmen wir den natürlich mit. Habe ich das eigentlich beim Skelett-Spawner auch so gemacht? Ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich das getan habe. Die Fackel können wir nicht mitnehmen, cool. Ich muss die aber jetzt irgendwie wieder aufstellen. Wie wäre es denn, wenn wir das wegschmeißen? Und, cool. Das auch und das Auge auch. Genau, da haben wir eine Fackel. Und noch eine, die können wir mich mal eben hier hinstellen, so. Zack, und da auch wieder eine drauf. Ach, da ist schon einer am Käfig, das reicht ja auch. Hauptsache, es wird nicht hinten zu hell, das kann natürlich nicht angehen. Ja, es war wieder ein erfolgreicher Tag, denn wir haben alles gefunden, nur keinen Redstone. Aber, hey, wir haben so ganz Spinnen-Spawner gefunden. Also, kann ich hier, das ist ja gar nicht so weit weg, könnte ich hier, wenn ich mich das wiederfinde, das muss ich mir auf jeden Fall merken, Wolle farmen, da brauche ich um die Schafe gar nicht mehr so quälen. Muss ich mir hier nur was bauen, wie man Sp
Spinnen am besten töten kann. Per Maschine oder sowas. Das weiß ich noch nicht. Aber ich mir noch nie was ausdenken musste ich mir da. Das müsste ich mal in Erfahrung bringen. Und dann könnte ich hier irgendwie sowas bauen. Gut. Aber jetzt, wie merke ich mir das denn hier? Ich drücke mal auf diesen Knopf und kann mir das hinter der Videoaufnahme angucken. Nämlich 70393. So, 70393. Kann man es sich auch vielleicht merken. Vielleicht auch nicht. Aber wenn ich euch frage, könnt ihr mir das bestimmt dann sagen. So, ich glaube, ich bin von da unten gekommen, ne? Aua. Hallo, komm mal her. Komm mal her, komm her. Ja, so ist brav. Fackel an die Wand. Ja, ich weiß, ich habe keine Fackel mehr. Ich sollte die nicht so verschwenden, aber ich habe gerade Lust dazu. Da unten ist Gold. Da hinten wird wohl Lava sein, da wahrscheinlich auch. Oder ich kenne die Höhle da schon, wer weiß das schon. So, und ich komme wahrscheinlich, nehme ich mal an, so von hier. Oh ja. Ja, ich habe es gefunden. So, heißt, wir machen mal hier, weil wir nicht ganz dicht machen können. Also, machen wir es mal zu. Und ich kam von hier, genau, hier habe ich die Kohle abgearbeitet. So, damit mich hier keine böse Überraschung erwische, mache ich hier auch so zu, dann weiß ich Bescheid. Oh, jetzt gehen wir eben nach oben, weil wir haben nämlich oben nichts mehr, um was einzusacken. So, wo müssen wir raus? Direkt hier, okay. Der Rotstein reicht natürlich bei weitem nicht. Hier muss natürlich eine Treppe rauf. Das mache ich dann mal bei Zeiten. Weil dieses Gehüppe ja doch einen irgendwann auf den Keks geht, ne? Und weiter. So, dann bin ich hier oben in der natürlichen Höhle. Hier wird mein Apparat immer noch gebaut. Und dann geht es hier weiter hoch. Und dann geht es hier noch weiter hoch. Und noch weiter hoch. Und dann sind wir in meinem Lagerraum. So. Da wir gerade schon mal hier sind, kann ich das hier zumachen? Achso, ich muss einfach was wegräumen. Baumaterial. In Baumaterial, da haben wir den anderen Moonstone. Coole Sache hat das. So, dann haben wir hier natürlich jede Menge Cobblestone jetzt drin. Gravel haben wir auch hier drin. Erde können wir auch ein bisschen da lassen. Okay. So, hier können wir mal schnell. Oh, da ist Clean Stone drin, das ist gut. Machen wir noch ein bisschen mehr davon. Da ist noch mehr Clean Stone drin. So viel brauchen wir natürlich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, das müsste reichen für das. Weiß ich nicht, vielleicht machen wir 6. Ich will jetzt nicht nachzählen. Und fürs Gold reicht natürlich einer. So, das hätten wir. Da das rein, das rein, das rein. Den Rotstein tun wir auch mal hier rein. Gunpowder kommt natürlich dahin. Und hier haben wir auch, da können wir auch schon Wolle rausmachen. Das ist ja ganz gut eigentlich. Vielleicht können wir doch bald mit unserem Leuchtturm anfangen. Na, wie findet ihr das? Naja, ich weiß, ich sollte nicht so viel versprechen, weil ich es dann doch erstmal noch nicht mache, ne? Ein bisschen sortieren hier. Cobblestone haben wir auf jeden Fall erstmal genügend. Aber wir werden noch mehr davon kriegen, weil ich werde ja nochmal da runter gehen müssen. So, haben wir jetzt wieder Platz geschaffen im Inventar. Da ist immer noch ein bisschen Zeug, was wir nicht gebrauchen können. Hier zum Beispiel das, was Essen ist. Schleimballs. Kommt in Krams rein? Ne, wo kommt denn Schleimballs rein? Ich glaube, die liegen noch draußen, ne? Stein. Holz, Stein. Baum, habe ich das in den Baumaterialien drin? Das Schild sollte ich nochmal überdenken. Oh, ja, ein Schild, das ist gut. Krams, da kann das jetzt erstmal rein. Wieso ist das Schild denn zum Beispiel hier, wenn nach oben auch Schienen und Pistons? Schienen, okay, ah, Schienen. Sehr gut. Holz. Eigentlich hat er recht, das ist Holz und das ist Holz und das ist Holz. So, das hier ist Krams. Okay, zack, zack, zack. Und dann haben wir natürlich das hier. So. Davon tun wir erstmal zwei in Erze rein. Oh, ich habe ja schon zwei Diamanten. Wann habe ich die denn gefarmt? Warum weiß ich davon nichts mehr? Naja, gut. Hätte ich wohl mitleben müssen, dass ich das nicht mehr weiß. So, da bauen wir uns erstmal eine Diamantenspitzhacke. Die kann man immer gebrauchen. Gut, die Knochen kommen weg.
Ein Knochen, das ist natürlich immer sehr viel. Wir machen neue Spitzhacken, und zwar eine, würde ich mal sagen, noch wieder. Für die nächste Folge. Für die nächste Farmfolge. So. Wenn wir brauchen immer noch Rotstein. Hat uns ja alles nichts gebracht, jetzt so viel. Ein Schwert haben wir noch. Okay, wir bräuchten eigentlich auch noch eine Schippe, eine neue. Na gut, dann machen wir noch mal. Wir haben ja jetzt hier genug Eisen. Wollen wir mal nicht so sein. Können wir uns auch noch eine neue Schippe bauen. Ich könnte mir hier auch eine Rüstung bauen, ne? Könnte ich auch mal machen. Wenn wir schon genug Eisen haben. Nein. Erstmal nicht. So, gehen wir mal hier raus. Ach so, jetzt bin ich hier die ganze Zeit in der Nähe gewesen. Habe ich den Knochen, kann ich ja im Moment nicht wirklich farmen. Weil es hier noch kaputt ist. Aber wir können mal gucken, ob da neue Knochen bei rausgekommen sind. Das heißt, wir müssen eigentlich nur diesen Schalter drücken und dann kommt es doch irgendwo hier an, ne? Hier hätte es ankommen sollen. Funktioniert noch nicht so ganz, würde ich sagen. Verstehe ich nicht. Theoretisch müsste es schon hier oben ankommen. Ah, da ist es doch. Okay. Naja, manchmal klappt es noch nicht so ganz, scheinbar. Okay, dann gehen wir, versuchen wir wieder hier hochzukommen. Das sortieren wir auch noch schnell ein. So, das ist nämlich Monster. Ja, das ist Monster, das ist Monster. Und das ist ja eigentlich auch Monster. Aber das hat man jetzt. Oder haben wir das in Nahrung? Nee, das haben wir. Doch, das haben wir in Nahrung. Interessant. So, wir füllen unseren Vorrat wieder auf für die nächste Reise. Gut, dann nehmen wir mal das hier eben kurz mit. Ein paar Viecher füttern geben wir noch. Das machen wir immer jetzt so am Ende der Folge noch. So, jetzt gucke ich mal das hier an. Da, es funktioniert. Die Eier kommen alle hier an. Tada! Da stimmt auch gerade eins. Kann man das sehr gut bei sehen. Ah, es funktioniert. Ein neuer Hühnerstall. So. So viel dazu. Oh ja, Schweine. Ja, hier macht man neue Schweinchen. Ja, so ist ja brav. Dann kann ich auch bald wieder hier von euch schlachten gehen. Was macht da das Ei? Das war bestimmt dieses Huhn, was hier frei rumrennt, ja. So, wie sieht's aus? Schwimmt ihr die alle hier so? Das sind ganz schön viele Schafe hier schon, ne? Wenn hier die Wolle nachwächst, dann bin ich glücklich. So, zack, zack. Lasst mich durch. Lasst mich durch. Zack, zack. Die Schafe müssen erstmal, die ich hier anklicke, müssen erstmal zu sich hinfinden. Ja, die Kuh ist ja immer noch hier drin. Oh, lasst mich raus, lasst mich hier durch. So, weiter. Kommt, kommt. Wer will noch nicht, fährt noch mal, ihr beide. Okay. Und du auch noch. Weiter geht's, kommt. So, Kuh musst du weg. Hallo, hallo, hallo. Lasst mich durch, lasst mich durch. Okay. Wer noch? Du noch? Okay. Und du noch. Reicht, ich hab keinen Bock mehr auf euch. So. Ach, ihr armen Kühe. Ja, ihr habt ja recht. Ihr habt ja recht. Was macht das Schwein bei euch drin? Was macht das Schaf bei euch drin? Fragen über Fragen. So, jetzt habe ich nichts mehr zu essen. Fertig. Meine kleine Farm. Jo, jo. So, fertig hier. Das werde ich auch schnell abarbeiten. Einfach damit wir das nächste Mal auch genug haben. Das werdet ihr auch noch in dieser Aufnahme jetzt sehen. Ja, ja. So, dann sind wir die Setlinks anstatt das andere Zeug. Okay. Und da wollte ich auch nochmal irgendwann runter, ne? Das war so das Ende von meiner irgendeinen Aufnahme. Naja, gut, das kann man immer noch machen. Zack, 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 zack. Hatte ich nicht davon gesprochen, das Feld mal zu vergrößern? Mache ich aber nicht jetzt. Ich bin diese Aufnahme schon genug gemacht. Die Aufnahme ist schon wieder so lang. Ich wollte eigentlich nur irgendwie zwei Folgen aufnehmen. Nehmen wir jetzt seit fast einer Stunde auf. Das werden ja bestimmt schon wieder, weiß ich nicht, wie viele Folgen.
Wenn es wohl längere Folgen werden und dann ist gut. So. So sehe ich das jetzt. Wenn ihr das anders seht, dann Pech gehabt. Aber warum solltet ihr das anders sehen? Ihr freut euch doch, wenn ihr mehr sehen könnt als nur so popelige 14 oder 15 Minuten. So. Das hätten wir. Jetzt doch noch mal einmal schnell in die Lagerhalle, um alles wegzusortieren. Damit wir beim nächsten Mal uns da nicht mehr aufhalten müssen. Nahrung, okay. Da gehört das jetzt definitiv rein. Das gehört da rein. Das gehört in Monster. Warum auch immer. Die Eier, die gehören natürlich in Nahrung. Dann haben wir Pflanzen. Da gehören dann die Saplings rein. Und den Rest können wir behalten. Ich habe überhaupt keine Fackel mehr dabei. Okay, das brauche ich natürlich auch noch für meinen nächsten Ausflug. So, da machen wir erstmal ein paar von. So, da haben wir genug. Sticky ist ein Holz nur noch, das ist ein bisschen wenig Holz. Nee, ist egal. Ich brauche kein Holz für den nächsten Ausflug. Ich nehme jetzt noch so ein Schild schnell mit. Und sagt mir einfach damit, das sagt mir einfach, was ich das nächste Mal machen wollte. Sonst bin ich mich zu vergesslich. Dann schreibe ich mir das jetzt hin. Hier ist mein Bett. Genau, schreibe ich mir jetzt da an die Wand. Redstone Farmen. So, das weiß ich, was ich das nächste machen wollte. In der selbst angelegten Mine, in der künstlichen Mine. Künstliche Mine. So. Redstone Farm, künstliche Mine. Dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid. So, Redstone Farm, künstliche Mine. Genau, und damit beende ich diese Aufnahme und wir sehen uns in der nächsten. Tschüss!